Ich habe schon Leute geblockt, die jeden Tag 50-fach mir Dickpics geschickt haben. Ich bin schon so hart geghostet worden in meinem Leben. Ich glaube, ich habe das erste Mal Online-Dating genutzt. Das war so 2008. Ich bin in einer relativ kleinen Stadt groß geworden, wo nicht so besonders viel los war. Ich habe mit dem Online-Dating nach meiner letzten Trennung angefangen und hatte in der Zeit ungefähr 50 Dates. Warum ich damals angefangen habe mit den Apps, war, glaube ich, dass es relativ schwierig ist, als Nicht-Hetero-Person Leute kennenzulernen, die ebenso drauf sind. Grindr, Jackt. Tinder und OkCupid. Wo fange ich an? Ich hatte ein Date mit einem Model und ich war total aufgeregt und er sah so gut aus. Ich habe mich mit einem Typen getroffen, der angegeben hat, 25 zu sein. Und als ich ihn dann gesehen habe, war der war mindestens Ende 30. Noch dazu sah er absolut nicht so aus, wie er auf seinen Fotos aussah. Er hat mich sofort erkannt und ich habe überhaupt nicht verstanden, was gerade passiert und habe dann erst geschnallt nach irgendwie einer Minute oder so, oh, das ist mein Date für heute Abend. Wir waren im Park was trinken und es hat ungefähr 20 Minuten und einen halben Wodka-Soda gedauert, bis er angefangen hat, über Verschwörungstheorien zu sprechen. Und zwar natürlich so die gängigen Sachen, Chemtrails, Echsenmenschen. Wenn Leute so Sachen in ihre Profile schreiben, wie ich bin wahnsinnig outgoing, extrovertiert und habe einen dunklen, krassen Humor und dann trifft man die Person und es ist das letzte Stück dröges Weißbrot, was man je kennengelernt hat. Also früher hatte ich ziemlich oft Sex beim ersten Date. Ich hatte schon Sex beim ersten Date. Weil ich oft das Gefühl hatte, irgendwie das wird von mir erwartet. Oder ich habe mich verpflichtet gefühlt, weil die Person vielleicht einen Drink gezahlt hat oder für mich gekocht hat. Ich war schon in Situationen, wo ich das Gefühl hatte, ich werde dazu gedrängt, jetzt Sex zu haben. Und wenn man in so einer Situation ist, sollte man dem auf keinen Fall nachgehen. Erst jetzt, wo ich so ein bisschen, naja, sicherer oder auch erwachsener geworden bin, weiß ich, dass das gar nicht mehr machen muss. Und dass es okay ist, sich auch einfach mal einen Drink ausgeben zu lassen und dann nicht unbedingt halt mit jemandem schlafen zu müssen. Wenn das erste Date gut läuft und man irgendwie sich anziehend findet, dann darf man auf jeden Fall Sex haben, würde ich sagen. Aber nur safer Sex. In der Regel sind die Dickpics gekommen, ohne dass ich danach gefragt habe. Ich glaube, ein Dickpic kann generell was Nettes sein. Ich finde es besonders gut, wenn man die Person tatsächlich schon kennt. Ich habe schon einige Dickpics bekommen, wobei ich sagen muss, weniger als ich das erwartet hätte. Wo ich jetzt nicht so der Fan von bin, ist, was sehr oft auch bei Social Media passiert, dass man einfach Penisse gesendet bekommt von Leuten, die man A, überhaupt nicht kennt, von denen man vielleicht auch das Gesicht gar nicht sieht und wo man dann feststellt, eigentlich wollte ich den Penis auch gar nicht sehen. Ich glaube, ich war das einzige Mal, dass ich wirklich mit Hate-Kommentaren umgehen musste. Es war aber ein Typ, der mir dann immer wieder Nachrichten geschrieben hat, auf die ich halt nicht reagiert habe. Und dann hat er angefangen, mich online öffentlich zu attackieren in den Kommentaren und meine Hängetitten irgendwie dadurch sich drüber lustig zu machen und wie fett ich bin und was für eine Schlampe und so. Der Sturm war innerhalb von 10 Sekunden vorüber, weil dann habe ich ihn geblockt und das war das. Ich habe super oft gehört, irgendwie, genau, ich bin zu groß, deswegen geht das nicht, wenn der Typ kleiner war als ich. Viele der Leute formulieren das auch ziemlich krass und schreiben also Sachen so, sorry, viel zu dünn, sorry, gar nicht mein Typ, sorry, dieses und jenes stimmt mit deinem Körper nicht, was einen schon auf lange Sicht relativ beeinflusst, auch in der Art und Weise, wie man seinen eigenen Körper wahrnimmt. Egal, was für einen Körper man hat, es gibt immer jemanden da draußen, der das total schön und attraktiv findet. Fällt mir jetzt eine Geschichte ein von so einem Typen aus Kanada, der irgendwie ein paar Tage in der Stadt war und feiern wollte und nicht aufgehört hat, mich zu fragen, ob ich halt für Geld irgendwelche sexuellen Praktiken machen möchte. Und ich war so, nein, nein. Es gibt Leute, die einen anschreiben, man reagiert nicht oder sagt nein und die Leute hören nicht auf oder fangen an, einen zu beschimpfen, sodass man irgendwie auch nicht weiß, was man machen soll. Das ist natürlich dann der Luxus, sag ich mal, des Online-Datings, dass man einfach sagt, okay, blockieren und die Geschichte ist gegessen, ich muss mich damit nicht mehr auseinandersetzen und es ist vorbei. Meine schönste kürzliche Tinder-Erfahrung war vor, naja, ungefähr 2 Wochen. Da hatte ich ein ganz schönes Treffen mit einem Mann, der mir 3 verschiedene Sorten von Keksteig gemacht hat und wir dann einfach bei ihm auf dem Balkon saßen, Wein getrunken haben und Cookie Dough gegessen haben. Als ich vor ein paar Jahren in die USA gezogen bin, war es relativ leicht, Leute kennenzulernen, auch über die Dating-Apps. Ich hatte damals mit einem Typen ein Date, war ja gar nicht so sexuell, sondern wir haben einfach gemerkt, dass wir uns gut verstehen.
Und ja, darauf ist dann eigentlich eine relativ lange Freundschaft entstanden und das war eigentlich sehr nett. Ich bin schon so hart geghostet worden in meinem Leben. Und jetzt lache ich darüber, aber in dem Moment war das ganz, ganz schwer für mich. Es gab einfach einige Typen, die ich geghostet habe, wo ich gemerkt habe, es passt einfach überhaupt nicht und auch schlichtweg nicht wusste, wie ich das kommunizieren soll. Das ist nicht nett und sollte man, glaube ich, auch nicht unbedingt machen. War aber bei mir so eine Anfang 20er-Aktion, wo ich irgendwie noch nicht erwachsen genug war, mit solchen Konflikten richtig umzugehen. Mittlerweile kann ich verstehen, dass das halt irgendwie, also dass Menschen ghosten, weil sie super unreif sind und irgendwie das nicht in sich haben, so der anderen Person zu sagen, so, hey, das funktioniert nicht für mich. Und dann irgendwie für sie so den leichteren Weg wählen, einfach zu verschwinden. Leute, die einen versetzen beim Date, das ist immer super. Wo man immer denkt, man ist verrückt und kann die Uhr nicht mehr lesen und irgendwas so in der Realität stimmt nicht. Aber die Leute hatten einfach keinen Bock, dich zu sehen. Ich wurde auch schon tatsächlich geghostet bei Typen, mit denen ich mehrere Dates hatte, wo ich das Gefühl hatte, es geht irgendwie alles voll super und alles gut. Und dann so, ja, wir wollten uns doch Dienstag treffen, wie sieht's aus? Und ja, man hört nie wieder von den Leuten. Ich glaube, wenn man auf lange Zeit sehr viel auf den Dating-Apps unterwegs ist, führt das dazu, dass man die anderen Leute, die man da so sieht, auch nur noch als Objekte wahrnimmt und auch entsprechend bewertet. Nicht nur nach irgendwie Hautfarbe, Gewicht, Name, Alter, was weiß ich was, sondern auch anhand der ganzen Bilder, die die Leute posten, die immer super toll aussehen. Und ich glaube, das führt dazu, dass man sich selber komisch wahrnimmt. Ich habe alle meine Dating-Apps gelöscht, weil ich das Gefühl habe, dass ich dort keine Männer kennenlerne, die emotional so reif sind, dass sie mir irgendwie mehr bieten könnten als schnellen Sex. Mittlerweile bin ich tatsächlich sogar verlobt. Ich habe Date also nicht mehr online. Ich habe meinen Freund tatsächlich nach vielen Jahren des Online-Datings analog kennengelernt. Ich glaube, dass Online-Dating generell Spaß machen kann. Es kann einem coole, crazy Erlebnisse ermöglichen. Ich glaube aber, dass man trotzdem auch offline mal daten sollte, auf Partys gehen sollte, auf Veranstaltungen etc. Nichts toppt das persönliche Kennenlernen einer anderen Person und man kann anhand dieses kurzen Moment, wenn man sich das erste Mal sieht, irgendwie viel mehr ableiten als von so einem Social-Media-Profil. Obwohl mit dem Online-Dating viele Enttäuschungen kamen, bin ich froh, dass ich das alles so gemacht habe, weil ich glaube, ich habe viel über mich selber gelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und lasst uns in den Kommentaren wissen, was eure schönste oder schlimmste Dating-Erfahrung war. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen süßen Hasskommentar da. Ciao!